Kochen 17.01.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Rosenkohlsalat. Zutaten für 6 Portionen: 1300 g Bauernbrot, 30 g Pinienkerne, 1750 g Rosenkohl, Jodsalz, 12 Beutel italienische Salatkräuter, 3 Esslöffel Olivenöl, K grob gemahlener Pfeffer, 40 g getrocknete Tomaten in Öl, 1250 g Einbrot, würfeln und auf ein Batschklammer auf R unter dem Backofengrill 6 Mi rösten, abkühlen lassen. Pinienkerne schichteten Pfanne ohne Fett, Gold, Rosenkohl putzen und in Koch-EL Wasser je nach Größe 2010 bis 15 Mir garen. Abtropfen lassen und 3 Salatkräuter, 100 ml Wasser, C Pfeffer verrühren. Getrocknete, schneiden Kirschtomaten halbi e, heben, Rosenkohl und Brotwürfe, Pinienkerne darüber geben, eine Farbwalle in Salzwasser bis fest kochen, Rucola putzen und kleinschneiden. Tomatenwaschen und würfeln, Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden, Schafskäse zerbröseln, Champignons putzen, in Scheiben schneiden, in Öl braten und pfeffern, Tomatensauce, Tomaten und Frühlingszwiebeln zugeben, Farfalle abtropfen lassen und auf Teller verteilen, 2/3 der Soße auf die Nudeln geben, Rucola und Schafskäse bis auf 2 Esslöffel zum Garnieren, darüber streuen. Restliche Soße darauf geben und mit restlichem Rucola und Schafskäse bestreut servieren. Blumenkohlauflauf. Zutaten für 4 Portionen: 400 g frischer oder 300 g auf tiefgefrorener Blumenkohl, Jodsalz, eine Knoblauchzehe Klammer zu, 350 g Hackfleisch, 12 türkische Lire Tomatenmark / 1 Esslöffel Öl, 1 Pfeffer, 11 getrockneter Thymian, 11 Beutel, fix für Hackfleisch, Schafskäseauflauf, zum Beispiel Knorr, 100 ml Sahne, 50 g geriebene Käse, zum Beispiel Emmentaler, 11 Blumenkohl putzen, in Röhrchen teilen oder auftauen, in 500 ml leicht gesalzenem Salzwasser 7 Minuten kochen, herausnehmen, 300 ml Blumenkohlwasser abmessen, Knoblauchzehe schälen, hacken, mit Hackfleisch und Tomatenmark, in Öl braten, mit Pfeffer und Thymian würzen, in eine Auflaufform geben, Blumenkohl darauf geben, fix für Auflauf ins Kohlwasser einrühren, Sahne dazugeben, aufkochen, über den Auflauf gießen, mit Käse bestreuen, bei 200 Grad 30 Minuten backen. Zutaten für 3 Portionen: 300 g Brokkoli, tiefgefroren 12 Möhre, 350 g Schweinesteak, K 2 Esslöffel Öl, eine Beute Currywurst, zum Beispiel Knorr, 1425 g Mango, Klammer auf Dose, 1 Brokkoli auftauen lassen, Mäh und in Scheiben schneiden, Strial schneiden und im heißen Öl rundkten, aus der Pfanne nehmen. 2 Brokkoli und Möhren im Verblihfett kurz anbraten, 150 ml kalte gießen, Beutelinhalt fix für Currywurst und unterrühren aufkochen, mit Deten garen, 3 Mangos abtropfen lassen, Dienst fangen, Mango würfeln, Steaks go und 100 ml Saft zum Gemüse erhitzen, Tipp, dazu schmeckt Kartoffelpüree. Zutaten für 4 Portionen: 11 Schalotte, 4 3 Bio-Orangen, 13 Köpfe Chicorée, 2 Esslöffel Zitronensaft, 11 türkische Lire Jodsalz, 1 türkische Lira, 10 Zucker, 8 2 EL Ahornsirup, 1100 g Kochcreme, zum Beispiel Rama Creme Fin, 13 Esslöffel Olivenöl, 1300 g Fischfilets, zum Beispiel Zander D, Pfeffer, 13 Esslöffel Maisgris E, 2 Esslöffel Rama Pflanzencreme, 1 Schalotte schälen, würfeln, 2 Orangen schälen, Filets herausschneiden, Chicorée-Waschen, in feine Streifen schneiden, alles mischen, 2 Schale von restlicher Orange abreiben, Saft auspressen, 100 ml Orangensaft, 1 türkische Lira Orangenabrieb, Zitronensaft, Salz, Zucker und Ahornsirup verrühren, Kochcreme und Öl zufügen, mit den Salatzutaten mischen,
Fisch salzen, pfeffern, mit der Hautseite in den Maisgrieß drücken, in Pflanzencreme auf der Hautseite kurz und stark braten, dann in den Steaks mit Nusskruste 9 Zutaten für 4 Portionen 1400 g Kartoffeln k 2 Esslöffel Mittelschärfer sei 15 Esslöffel, Weißweinessige 1 Esslöffel, Zucker/5 Esslöffel, 1 Salz 1 Pfeffer 200 Gramm Römersalat 1/2 bi 13 Tomaten 150 Gramm geröstete Erdnüsse 12 Zweige Rosmarin E 8 Rinderminuten 14 türkische Lire Barbecue Butter zum Beispiel Mägle 1 Kartoffeln kochen abgießen Senior Senf Essig Zucker und Öl Fiesen Pfeffern Salat putzen Basilikum grob hacken Tomaten waschen, Kle Erdnüsse und Rosmarin, hacken, mit Kartoffeln in Spalten schneiderzen, pfeffern, auf dem Vorgeheizwenden 4 Minuten grillen, heißer Butter bestreichen, Erdnuss-Rosmar-Steaks verteilen, Kartoffeln, Tomat und Salat mischen, mit Dressing bitte. Mascarpone-Creme zutzen für 4 Portionen 500 Gramm Brombeeren 9 Abrieb von 1 Bio-Zitrone 1,40 g Zucker Tee 150 Gramm Vollmilchjoghurt 1125 g Mascarpone 12 Päckchen Vanillezucker 1150 g Schlagcreme 19% Fett zum Beispiel Rama-Creme Fin 13 Esslöffel gemahlener Mohn 1 Brombeeren waschen und trocken tupfen 250 Gramm Brombeeren mit einer Gabel zerdrücken, mit Zitronenabrieb und Zucker verrühren, 200 Gramm ganze Brombeeren unterheben, Joghurt, Mascarpone und Vanillezucker verrühren, Schlagcreme steif schlagen und unter die Creme heben, Mohn unterheben, 2 Mohn Mascarpone Creme und Brombeerpüree abwechselnd in Gläser schichten, mit Brombeerpüree abschließen, kalt stellen. Mit den restlichen Brombeeren und nach Belieben mit einigen Minzeblättchen verziehen. Etwas Orange-Banane-Karottensaft in 4 Gläser verteilen, Joghurt und Öl verrühren, mit Kreuzkümmel, Honig, Zitronensaft und Pfeffer abschmecken, auf die Gläser verteilen, mit Orange-Banane-Karottensaft auffüllen, nach Belieben mit einer Möhre am Glasrand garnieren, gut gekühlt servieren. Tipp, Sie können einen Multivitaminsaft auch selbst herstellen. 12 Karotten putzen und in den Endsafter geben. 4 Orangen schälen und auspressen. 2 Bananen schälen, in Stücke schneiden und pürieren. Alles gut mischen. Puten unterkeulen ohne Haut 2 türkische Lire Senf 2 Esslöffel gerebelter Oregano 2 Esslöffel gerebelter Thymian 1 Esslöffel Knoblauchpulver Salz Pfeffer 1 Knoblauchzehe 1/2 Gurke 1/2 Bund Dill 75 Gramm Frischkäse 250 Gramm Magerquark 200 Gramm Schmand 1 grüne Paprika 400 Gramm Weißkohl 1 Esslöffel Zucker 3 Esslöffel Rapsöl 1 Esslöffel Acetobalsamico Bianco 1/2 Bund Petersilie 1 rote Zwiebel 4 Petabrote 4 grüne Peperoni. Die Puten unterkeulen gleichmäßig mit Senf bestreichen mit Oregano, Thymian, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer würzen. In einen Bräter geben und im Backofen bei 160 Grad 45 bis 60 Minuten garen. 10 Minuten ruhen lassen. Knoblauch schälen und fein hacken. Die Gurke grob raspeln, salzen und etwa 10 Minuten ziehen lassen. Den Dill waschen, trocken schütteln, die Blätter von den Stielen zupfen und fein hacken. Die Gurkenraspel ausdrücken und mit Knoblauch, Dill, Frischkäse, Magerquark und Schmand verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und kühl stellen. Paprika vierteln, entkernen und in Klammer auf gleich schneiden. Weißkohl von den äußeren Blähbefreien in dünne Streifen schneiden, waschen trocken schleudern, mit Paprika, Zucker, Rapsöl, Balsamico mischen und kräftig durchkneten. Pelli hacken und unter den Salat mischen, Zwiebel schälen und in feine Scheiben skleen. Die Pitabrote nach Packungsangabe und auf 4 Tellern verteilen. Putenfleisch vom Chen lösen klein schneiden und als Putengyro dem Krautsalat auf die Brote geben. Mit Zartikten Zwiebeln und Peperoni servieren.
Zutaten für 12 Stücke 250 Gramm brauner Zucker i Klammer zu, 1 Päckchen Vanillezucker i Klammer zu, eine Prise Jodsalz 1400 Gramm Mehl 30 9 Back Kakao ungezuckert 1225 Gramm Margarine, zum Beispiel Sanella 20 Gramm zarte Haferflocken 800 Gramm Birnen oder 460 9 Dosen Birnen den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Eine 1 Springform, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, mit Backpapier auslegen. Zucker, Vanille, Zucker, Salz, Mehl und Backkakao, mit einem Kochlöffel mischen. Margarine in einem Topf schmelzen lassen. Die Zuckermehlmischung zufügen und mit einer Gabel einrühren, so dass Streusel entstehen. 2/3 der Streusel in der Springform verteilen und mit den Händen leicht flach drücken. Die Haferflocken auf den Teigboden streuen. Birnen nach Belieben schälen, vierteln, entkernen und in Spalten schneiden. Birnen aus der Dose gut abtropfen lassen. Die Birnenspalten dachziegelartig auf den Boden legen, restliche Streusel darauf verteilen und den Schokobirnenstreuselkuchen im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad 35 Minuten backen. Tipp: Birnen in der Dose am besten natürlich ungezuckert werden oft in Hälften angeboten. Die müssen nicht weiter zu Spalten geschnitten werden, sondern dürfen gerne so auf den Streuselboden. Zwiebel fein hacken und in einem Esslöffel Öl dünsten. Den Lauch waschen und in 1 cm breite Stücke schneiden. Möhren schälen, erteln, in Stücke zerteilen. Danach in Salzwasser e Minuten blanchieren, den Lauch 3 Minuten je abschrecken und abtropfen lassen. Dann Champignons putzen und vierteln. Die Hälfte Zwiebeln herausnehmen, Champignons in den Unterstrich F geben und 5 Minuten dünsten. Mit Wein ablöschen, mit Brühe und Sahne aufgießen und zugedeckt etwa 15 Minuten köcheln. Spätzle nach Angabe garen, abschrecken und abtropfen, lassen das Hackfleisch mit der gedünsteten Zwiebel, den Eiern und den Semmelbröseln mischen. Mit Salz, Pfeffer und Paprika kräftig würzen. 16 etwa gleich große Bällchen formen und im restlichen Öl bei mittlerer Hitze, ca. 10 Minuten braten. Die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Möhren, Lauch und Spätzle untermischen, die Bällchen zugeben und alles bei schwacher Hitze knapp 10 Minuten ziehen lassen. Inzwischen die Petersilie waschen, abzupfen und fein hacken. Auf Tellern anrichten und mit der Petersilie bestreuen. Zutaten für 3 Portionen. 1 für das Ragout reiche Lied Pflanzenöl in einer Frittelius oder einem großen Topf erhitzen. Die Hähnchenschenkel waschen und trocken tupfen. Die Haut der Hähnchenschenkel abziehen und beiseite legen. Das Fleisch vom Knochen lösen. Die Hautstücke im Öl knusprig ausbacken herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 2 die waschen und trocken tupfen. Die Chili halbieren, entkernen, waschen und fein hacken. Das Hähnchenfleisch in eine Pfanne in etwas Olivenöl anbraten. Die Minze zum Hähnchenfleisch geben, dann Hagebuttenkonfitüre, Sojasauce und gehackte Chili hinzufügen. Das Ragout nochmals abschmecken und warm halten. Für die Nudeln Koriander wasaschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Silberzwiebeln abtropfen lassen, nach Belieben grob hacken. In einer weiteren Pfanne die Nudeln mit den Silberzwiebeln in wenig Olivenöl kurz andünsten. Anschließend mit dem Pesto-Mäschen und mit Koriander, Zitronenschale, Salz und Pfeffer würzen. Auf Teller Nudelmischung und Hähnchenragout anrichten. Hautstücke leicht mit Salz würzen und darauf legen. Mit Pfeffer bestreuen. Zutaten für 4 Portionen 500 Gramm Fenchelsalz ist ca. 100 Gramm, getrocknete Tomaten, Klammer auf in Öl, Klammer zu, E1 rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe, E1 kleine rote Chilischote, 100 ml gutes Olivenöl, E1 Prise brauner Zucker, 300 Gramm, stückige Tomaten, Klammer auf aus der Dose, Klammer zu, 500 Gramm Orecchiette, 1 Meersalz, 1 Bund Basilikum, 1 Bund Petersilie, Abrieb und Saft von 1 Bio-Zitrone, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, frisch geriebene Parmesansalz ist sehr aus der Pelle drücken, in mundgerechte Stücke teilen. Getrocknete Tomaten auf Küchenpapier abtropfen lassen, 1 klein schneiden. Zwiebel längs halbieren, in Streifen schneiden. Knoblauch fein würfeln. Chili fein hacken. Ein Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Salzic 4. Gleich CIA bei starker Hitze scharf anbraten.
Zwiebel, Knoblauch und Chili zugeben, kurz mitrösten. Getrocknete Tomaten zufügen. Alles mit Zucker bestreuen, leicht karamellisieren. Stückige Tomaten angießen, leicht köcheln lassen. Orikierte in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung bis festgaren. Basilikum und Petersilie waschen, trocken schütteln, die Blätter feinschneiden. Nudeln abgießen und noch tropfnass zum Sugo geben. Reichlich Basilikum und Petersilie hinzufügen. Nudeln und Soße gut durchschwenken, Zitronenabrieb und Saft untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Parmesan dazu reichen. Zutaten für 4 Portionen 1400 Gramm Bavette, 1 Meersalz, 11 Knoblauchzehe, 11 Handvoll Minze, 1120 g Walnüsse, 180 Gramm geriebene Pecorino, 11 bis 2 Esslöffel Zitronensaft, je nach Geschmack 1160 ml Olivenöl extra vergine, 1 frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 140 Gramm gehobelter Pecorino. Die Bavette nach Packungsanleitung in Salzwasser al dente kochen. Die Nudeln abgießen, dabei etwas Kochwasser auffängen und beiseite stellen. 2 Knoblauch abziehen, Minze waschen. Walnüsse in einer beschichteten Pfanne ohne Fett anrösten. Einige Walnusskerne zum Garnieren beiseite legen, die restlichen mit Knoblauch, Minze, geriebenem Pecorino, Zitronensaft und Olivenöl in einen Mixer geben. Nicht zu fein pürieren, da man die Walnusskerne noch im Mund spüren sollte. Mit Salz und Pfeffer würzen. 2 Pesto unter die Nudeln mischen, eventuell noch etwas vom aufgefangenen Kochwasser dazugeben. Auf 4 Tellern anrichten, mit Pecorino-Spänen bestreuen und mit den beiseite gelegten Walnüssen garnieren. Zutaten für 4 Portionen 11 Kilogramm Venusmuscheln, 12 Zwiebeln täglich, 2 Knoblauchzehen, 11 Bund Petersilie, 12 Stangen Staudensellerie, 11 rote Chili Paragraph, 5 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Uso, 11 Dose gehackte Tomaten, Klammer auf 800 Gramm, Klammer zu, 1500 Gramm Spaghetti, 1 Muscheln unter fließendem Wasser gründlich waschen, geöffnete Muscheln aussortieren und wegwerfen. Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen, Zwiebeln würfeln, Knoblauchzehen mit dem Messerrücken zerdrücken. Chili waschen, Kerne sowie weiße Innenhäute entfernen und in kleine Würfel schneiden. Olivenöl in einer hohen Pfanne erhitzen, Knoblauch und Zwiebel, glasig dünsten, Sellerie zugeben, anschwitzen, mit Uso ablöschen und Tomaten zugeben. Muscheln, Hälfte der Petersilie und Chili einrühren, zugedeckt garen, bis sich die Muscheln öffnen. Geschlossene Muscheln aussortieren und wegwerfen. In der Zwischenzeit Spaghetti nach Packungsanweisung al dente garen abgießen, etwas vom Kochwasser aufbewahren. Die Spaghetti mit dem aufgefangenen Kochwasser unter die Muschelsoße rühren. Das restliche Olivenöl und die Petersilie zugeben und alles bei hoher Temperatur kurz verrühren und in tiefen Tellern servieren. Zutaten für 12 Stücke 1800 Gramm Äpfel, Klammer auf zum Beispiel Boskop, Klammer zu, 12 Esslöffel Zitronensaft, 1175 Gramm, weiche Butter, 1150 Gramm Zucker, 11 Päckchen Vanillezucker, 11 Prise Salz, 3 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 1200 Gramm Mehl, 11 türkische Lire Backpulver, 1150 Gramm Aprikosenkonfitüre, ein den Backofen auf ca. 180 Grad vorheizen, den Boden und Rand einer Springform, Klammer auf 26 cm 0, Klammer zu, rundum gut einfetten. 1. Die Äpfel schälen, halbieren und die Kerngehäuse entfernen. Anschließend die Apfelhälften vierteln und mit dem Zitronensaft beträufeln. 2. Für den Teig die Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz schaumig rühren. Die Eier einzeln unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und sieben, dann portionsweise unter die Eicreme rühren. Den fertigen Teig in die Springform füllen und glatt streichen. Die Äpfel gleichmäßig auf dem Teig verteilen, in den heißen Backofen schieben und gut 40 Minuten backen. A. Die Konfitüre in einem Topf kurz erwärmen. L. Danach durch ein feines Sieb streichen und die Oberfläche des noch warmen Kuchens sorgfältig damit bepinseln. Den Kuchen vollständig abkühlen lassen und nach Wunsch mit frisch geschlagener und mit Vanille verfeinerter Sahne servieren.
Zutaten für ca. 24 Stücke 400 Gramm, weiche Joghurtbutter zum Beispiel Mägle 450 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 1 Prise Salz, 8 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 500 Gramm Mehl 1 Päckchen Backpulver abgeriebene Schale von 1 unbehandelten Zitrone, Saft von 2 Zitronen 3 Esslöffel Grieß 600 Gramm Doppelrahm Frischkäse 200 Gramm Puderzucker, Zitronenzesten zum Verziehen den Backofen auf 175 Grad vorheizen, Joghurtbutter, Zucker, Vanillezucker und Salz, mit den Schneebesen des Handrührgerätes cremig rühren, Eier nacheinander unter rühren, Mehl und Backpulver mischen zusammen mit Zitronenschale und Saft von einer Zitrone unterrühren. Fettpfanne des Backofens, Klammer auf 32 mal 39 cm Klammer zu, fetten und mit Grieß, ausstreuen, Teig einfüllen und glatt streichen, im vorgeheizten Ofen 25 bis 5 Uhr backen, auf einem Kuchengitter auskühlen lassen, Frischkäse, Puderzucker und, den restlichen Zitronensaft mit den Schneebesen des Handrührgerätes glatt rühren, Creme auf den Boden streichen, eine Stunde kühlstellen. Den Kuchen in Stücke schneiden und mit Zitronenzesten verzieren. Wer variieren möchte, ersetzt die Hälfte von Zitronensaft und Schale durch Orangensaft und Schale. 27 Zutaten für ca. 20 Stücke für den Rührteig, 1150 Gramm weiche Butter oder Margarine, 1125 Gramm Zucker 1 pk. Vanillezucker 11 Prise Salz / 3 Eier Klammer auf M Klammer zu 1300 Gramm Weizenmehl 12 Esslöffel Milch 12 Gestr TL Backpulver zum Beispiel Dr. Oetker für den Belag 11 Dose Aprikosenhälften 150 Gramm gehobelte Mandeln ca. 50 Gramm Aprikosenkonfitüre Ofen auf 180 Grad vorheizen Aprikosen abtropfen lassen Blechklammer auf 40 mal 30 cm Klammer zu, fetten, 2 Butter oder Margarine in ein Rührschüssel mit einem Mixer, Klammer auf Rührstäbe Klammer zu, geschmeidig rühren, nach und nach Zucker, Vanillezucker und Salz, unterrühren hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht, jedes Ei circa eine durch auf höchster Stufe unterrühren, Mehl mit Backpulver mischen abwechselnd mit der Milch in 2 Portionen kurz auf mittlerer Stufe unterrühren. Teig auf dem Blech verstreichen, es die Eier-Aprikosen mit der Wölbung nach oben auf dem Teig verteilen, Mandeln auf den Teig streuen und ca. 30 Klammer auf Mitte Klammer zu, backen, Aprikosenkonfitüre durch ein Sieb streichen kurz aufkochen und die Aprikosen sofort damit bestreichen, Kuchen auf dem Blech auf einem Kuchenrost erkalten lassen. Glas Sauerkirschen, Klammer auf 350 9 Abtropfgewicht, Klammer zu, 100 Gramm Schokolade, halbbitter 100 Gramm weiße Schokolade, 250 Gramm weiche Butter und für die Form Tee 150 Gramm plus 1 Esslöffel Zucker, zum Beispiel Diamant 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Salz, 5 Eier, Klammer auf M, Klammer zu. 300 Gramm Mehl und für die Form 1 Päckchen Backpulver 200 ml plus 3 Esslöffel Milch 10 9 echter Kakao, gesiebt Kirschen in einem Sieb abtropfen lassen, dunkle Schokolade hacken, im heißen Wasserbad schmelzen, weiße Schokolade hacken, Ofen auf 200 Grad vorheizen, Butter mit 150 Gramm Zucker Vanillezucker und Salz, schaumig rühren. Eier einzeln unterrühren, jeweils eine Minute gut verrühren, Mehl mit Backpulver mischen, darüber sieben, abwechselnd mit 200 ml Milch unterrühren, Teig dritteln, unter 2 Drittel des Teiges 2 Schokolade rühren, unter restliches Drittel die geschmolzene dunkle Schokolade, Kakao, restlichen Zucker und restliche Milch rühren, Gugelhupf vom Fetten und Mehlen. Etwas hellen Teig darin verteilen, darauf Hälfte der Kirschen geben, dann etwas dunklen Teig darauf geben, mit einer Gabel verstrudeln, Rest hellen und dunklen Teig sowie Kirschen darauf geben unterstrudeln, ca. 55 bis 60 Minuten backen, Klammer auf Stäbchenprobe Klammer zu, 5 Minuten in der Form abkühlen lassen, dann stürzen, für die Verziehung Kuvertüre und weiße Schokolade hacken, getrennt voneinander im Eiwasserbad schmelzen,
abgekühlten Kuchen mit der dunklen Kuvertüre, dann mit der hellen Schokolade übergießen und fest werden lassen. 50 Gramm Vollkornreis, 1100 Gramm Hähnchenbrust / eine Lauchzwiebel, 11 kleine rote Paprika, 11 türkische Lire Öl, 1,5 Teelöffel Paprikapulver, 1 Salz, Pfeffer, 1 etwas Zitronensaft, Vollkornreis nach Packungsanleitung garen. Die Hähnchenbrust unter kaltem Wasser abbrausen und trocken tupfen. In Würfel schneiden. 2. Die Lauchzwiebel putzen, waschen und mit dem Grün in Ringe schneiden. Die Paprikaschote waschen, aufschneiden und das Kerngehäuse entfernen. In Würfel schneiden. 2. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Hähnchenfleisch hineingeben und mit Paprikapulver bestäuben. Paprika und Lauchzwiebel zugeben und 8 Minuten mitbraten. Alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertigen Reis mit etwas Zitronensaft beträufeln und alles auf einem Teller anrichten. Zutaten für 4 Portionen: 1700 Gramm Petersilienwurzel, 1500 g Möhren, 1 Salz, 12 Knoblauchzehen, 11 Zweitel Teelöffel Chiliflocken, 13 Esslöffel Honig, 11 Esslöffel mittelscharfer Senf, 2 Esslöffel Limettensaft, 3 ELÖI 14 Schweinemedaillons, ca. 120 Gramm 1 Pfeffer, 14 Scheiben Bacon, auf Frühstücksspeck, 11 Päckchen Bratensoße, Petersilienwurzeln und Möhren schälen, waschen und in Stücke schneiden, in Salzwasser ca. 7 Minuten kochen, abgießen und abtropfen lassen, Knoblauch schälen und in eine Schüssel pressen. Mit Chiliflocken, Honig, Senf, Limettensaft und 2 Esslöffel Öl verrühren. Den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Medaillons waschen und Bacon umwickeln und feststicken. Restliches Öl in eine Pfanne erhitzen, Medaillons darin anbraten. In Alufolie wickeln und im vorgeheizten Backofen ca. 15 Minuten garen. Bratensoße nach Packungsangabe zubereiten und warm stellen. 3 Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen von den Stielen zupfen und grob hacken. Schemschwenken glasieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Medaillons mit Gemüse und Bratensoße anrichten, mit Petersilie bestreut servieren. Dazu schmeckt kräftiges Bauernbrot. Info: Die Petersilienwurzel ist leicht mit der Pastinake zu verwechseln. Doch im Geschmack unterscheiden sie sich. Die Petersilienwurzel schmeckt würzig. Zutaten für eine Portion: 1200 Gramm Kartoffeln, 1250 g Paprika, 1 etwas Öl, 1100 Gramm stückige Tomaten, auf Dose, 150 Milliliter Gemüsebrühe, 1 etwas Thymian, 11 kleines Ei, 180 Gramm Magerquark, 11 gehäufter TL-Mehl, 1 Salz, 1 Pfeffer, eine Muskatnuss, 1 die Kartoffeln garen, abgießen, pellen und noch heiß durch eine Kartoffelpresse drücken, etwas abkühlen lassen, die Paprika in Stücke schneiden, in einer mit heißem Öl ausgepinselten Pfanne anbraten, mit den stückigen Tomaten und der Gemüsebrühe ablöschen, etwas Thymian hineingeben und ca. 5 Minuten köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. 3 Ei mit Magerquark und Mehl zu den Kartoffeln geben und gründlich verkneten. Den Teig mit Salz, Pfeffer und Muskat kräftig würzen. Eine beschichtete Pfanne mit Öl einpinseln. Aus dem Kartoffelteig 4 Plinsen formen, in die heiße Pfanne geben und bei milder Hitze von beiden Seiten 15 bis 20 Minuten goldbraun braten. Die Plinsen mit dem Ratatouille anrichten. Zutaten für eine Portion: 150 Gramm Naturreis, 1/Z Zwiebel, 11 Knoblauchzehe, 1300 g Blumenkohl, 11 Bio-Zitrone, 11 kleines Stück Ingwer, 1 einige Zweige Petersilie, 11 türkische Lire Öl, 11 Zweitel Teelöffel Currypulver, 1250 ml Gemüsebrühe, 160 Gramm Magerjoghurt, Naturreis nach der Packungsanleitung kochen, abgießen und warm halten. 2 Zwiebel und Knoblauchzehe abziehen und fein würfeln. Blumenkohl in Röhrchen teilen und waschen. Zitrone heiß abwaschen und 1,5 Teelöffel Schale abreiben. Die Haut vom Ingwer abschaben und den Ingwer fein hacken, auf 1,5 Teelöffel zu. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken, auf 1 Esslöffel zu. 2 Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin anbraten.
Blumenkohl, Knoblauch und Curry dazugeben, anbraten und mit Gemüsebrühe aufgießen. Mit Zitronenschale und gehacktem Ingwer würzen. Zugedeckt 8 Minuten köcheln lassen. 4100 ml Garflüssigkeit, einige Blumenkohlröschen und den Magermilchjoghurt mit dem Mixstab pürieren. Soße und Petersilie mit dem Curry vermischen und dazu den Reis servieren. 150 Gramm Nudeln, zum Beispiel Fusilli 11 Zweitel und Lauchzwiebeln 11 große Zucchini, Klammer auf 200 Gramm, Klammer zu, 11 Knoblauchzehe 11 türkische Lire Olivenöl 1125 g Kirschtomaten 1100 Gramm Magermilchjoghurt 1 Salz 1 Pfeffer 115 Gramm geriebene Parmesan 11 Zweitel Teelöffel getrockneter Thymian 12 Esslöffel Vollkornsemmelbrösel Nudeln in Salzwasser nach Papkungsanleitung garen abgie und abtropfen lassen. Lauchzwiebeln putzen, waschen und mit dem Grün in feine Ringe schneiden. Zucchini waschen und in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Olivenöl in eine Pfanne erhitzen. Lauchzwiebeln, Zucchini und Knoblauch andünsten. 1 Kirschtomaten waschen und halbieren. Nudeln, Kirschtomaten und Magermilchjoghurt in die Pfanne dazugeben und erhitzen. Alles mit Salz und Pfeffer abschmücken und in eine kleine Auflaufform füllen. 2 geriebenen Parmesan, Thymi. 2 An- und Vollkornsemmelbrösel darüber streuen und unter dem heißen Ofengrill überkrusten. Dazu passt ein grüner Salat. 11 Vanilleschote, zum Beispiel 11 Kilogramm Äpfel, Klammer auf vorbereitet gewogen, Klammer zu, 1250 Milliliter Apfelsaft, 150 Gramm Zucker, eine Vanilleschote längs halbieren, Mark herausschaben und die Schote aufheben. Äpfel schälen, vierteln, in kleine Stücke schneiden und 1 Kilogramm abwiegen. 2 Äpfel mit Vanillemark und Schote Apfelsaft und Zucker in einem großen Topf zum Kochen bringen und unter ständigem Rühren etwa 5 Minuten garen. Vanilleschote entfernen. Apfelkompott sofort randvoll in vorbereitete Gläser, Klammer auf 370 ml Klammer zu, füllen. Mit Schraubdeckeln verschließen, umdrehen und etwa 5 Minuten auf den Deckeln stehen lassen. Tipp, nach Belieben können Sie das Apfelkompott mit 75 Centiliter Calvados oder ITL Zimt verfeinern. Schokopralinen mit Marshmallows, Zutaten für 36 Stücke, 1160 Gramm Puffreishäppchen, mit Schokolade überzogen, 1300 Gramm Zartbitterkuvertüre, 14 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 1150 Gramm Zucker, 11 Prise Salz, 130 Gramm Mehl, 150 Gramm Kakaopulver ohne Zuckerzusatz, 1600 Gramm Magerquark, 124 Marshmallows, 1 Backofen auf 160 Grad vorreisen. Puffreishäppchen fein hacken, auf dem Boden eines kleinen Backblechs, Klammer auf ca. 28 x 19 cm Klammer zu, verteilen. Kuvertüre hacken, über warmem Wasserbad schmelzen. Eier, Zucker und Salz verrühren. Mehl und Kakaopulver mischen. Kuvertüre Mehlmischung, Eiermischung und Quark verrühren. 3 Die Mischung auf dem Puffreisboden verteilen. Im vorgeheizten Backofen ca. 50 Minuten backen. Gut auskühlen lassen. Marshmallows in Scheiben. Klammer zu, schneiden, auf dem Kuchen verteilen. Unter dem heißen Backofengrill kurz goldbraun karamellisieren lassen. Etwas abkühlen lassen und in Stücke schneiden. Tipp, wer es kalorienärmer mag, es geht auch ohne Marshmallows. Dann einfach die Pralinen mit Puderzucker bestreuen. Zutaten für 6 Portionen Joghurtcreme, 11 unbehandelte Limette, 1300 Gramm Joghurt, 1125 Gramm Kach und Rietk und E, zum Beispiel Dr. Oetker, 11 Vanilleschote, 1 ca. 30 Gramm Zucker, Mangopüree, 11 bis 2 Mango, Klammer auf ca. 600 Gramm, Klammer zu, 1 Säft. Zucker außerdem, 1 ca. 60 Gramm Cantuccini für die Joghurtcreme Limette, 1 heiß waschen, trocken reiben, dünn schälen und die Schale in sehr dünne Streifen schneiden. Die Limette auspressen.
Joghurt, Creme Légère und Mark der Vanilleschote miteinander verrühren und mit Zucker sowie etwas Limettensaft abschmecken. 2 Fl. Das Mangopüree Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und mit dem Pürierstab pürieren. Eft. Mit Zucker und Limettensaft abschmecken. Kantukzini in Stücke schneiden. 3 Kantukzini-Stücke auf 6 Gläser verteilen. Je 3 Esslöffel Joghurtcreme darauf geben. Darauf das Mangopüree und die restliche Joghurtcreme verteilen. Mit Limettenschale bestreuen. Nach Belieben mit Kantukzini-Bröseln bestreuen. 35 Gramm Reis, 1120 Gramm dünnes Kalbsschnitzel, 120 Gramm luftgetrockneter Schinken, 12 Salbeiblätter, 1/21 Zweitel TLÖI, 1 Salz, 1 Pfeffer, 14 Esslöffel fertige Gemüsebrühe, 1 TL Butter, 50 Gramm Rucola, 1/4 Gurke, 1 den Reis, nach Packungsanleitung garen. Das Kalbsschnitzel halbieren und mit dem luftgetrockneten Schinken sowie den Salbeiblättern belegen. Zusammenklappen, feststecken, mit 1/2 Teelöffel Öl einpinseln. 2 restliches Öl in eine Pfanne erhitzen, Kalbsschnitzel darin anbraten. Leicht salzen und pfeffern, aus der Pfanne nehmen. Den Bratensatz unterrühren, mit der Gemüsebrühe ablöschen. Die Butter unterrühren und über die angerichteten Schnitzel verteilen. 3 Rucola und Gurke waschen. Gurke halbieren und in Scheiben schneiden. Nach Belieben mit Essig, Öl, Salz und Pfeffern matschen. Die Kalbsschnitzel mit Reis, Gurke und Rucola anrichten. Tipp: Statt Rucola passt gerade im Winter auch Feldsalat gut als Beilage. Probieren Sie anstelle von geschältem Reis gerne Vollkornreis. Zutaten für 6 Portionen: 14 Zwiebeln, 11 Buntsuppengrün, 11,8 Kilogramm Lammkeule, Klammer auf mit Knochen, Klammer zu, 12 Esslöffel Öl, 13 Wacholderbeeren, 13 Gewürznelken, 11 türkische Lire schwarze Pfefferkörner, 11 türkische Lire Kümmelsamen, 13 Lorbeerblätter, 1 Salz, 1 Pfeffer, 1600 g Kartoffeln, 11 Kilogramm Weißkohl, 1/Z Bunt Petersilie, 1 Zwiebeln schälen, Suppengrün putzen bzw. schälen, alles in grobe Stücke schneiden. Fleisch waschen, trocken tupfen, Öl in Rohtopf erhitzen, Fleischrunde, Möhren und Zwiebeln mit dünsten, Gewürze und Salz zugeben, ca. 2 i Wasser angießen, bedeckt bei mittlerer Hitze ca. 21/2 Stunden garen, 3 Fleisch aus dem Fond nehmen, de Fond durch ein Sieb gießen, Kartoffeln schälen, eine Kartoffel fein in den Fond hineinreiben, aufkochen lassen, restliche Kartoffeln würfeln. Kohl in Streifen schneiden, mit Möhren und Kartoffelwürfeln in den Fond geben, salzen, pfeffern, ca. 20 garen, 3 Fleisch vom Knochen lösen, Fett entfernen, Fleisch würfeln, in den Eintopf geben und erhitzen, Petersilie hacken, Eintopf mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken, Petersilie darüber streuen. Zutaten für eine Portion: 1150 g Schweineschnitzel, 120 Gramm frischer Ingwer, 11 Esslöffel Zitronensaft, 12 Esslöffel helle Sojasauce, 1200 Gramm Rosenkohl, 11 TLÖIZ, 11 türkische Lire Honig, 1 Cayennepfeffer N1. Das Schweineschnitzel auf einen tiefen Teller geben. Den Ingwer fein würfeln, mit dem Zitronensaft und der salzarmen Sojasauce verrühren. Die Marinade 2 Zahl über das Fleisch geben und 30 min. 9 Minuten 74,1 bis 1 Plasken 2 den Rosenkohl putzen und in wenig Wasser garen. Abgi. Das Fleisch aus der Marinade nehmen und trocken tupfen. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und das Schnitzel darin von beiden Seiten ca. 3 Minuten braten. Aus der Pfanne nehmen und warm halten. Marinade, etwas Wasser und 3 Honig, in die Pfanne geben, aufkochen und mit Cayennepfeffer scharf abschmecken. Rosenkohl zugeben, heiß werden lassen und mit dem Schnitzel anrichten. Tipp: Rosenkohl schmeckt weniger bitter, wenn er einmal Frost abbekommen hat. Strunk kreuzweise Pinrit 7 Pntannat, Eril Pichmzin. 44 Hähnchenlinsentopf indisch gewürzt. Zutaten für eine Portion: 1/4 Zwiebel, 11 Knoblauchzehe, 140 Gramm kleine orange-rote Linsen, 11 Lorbeerblatt, 11 Möhre, 1100 Gramm Lauch, 150 Gramm Sellerie,
1100 Gramm Hähnchenbrust, 11 UTL Ingwer, 11 türkische Lire Instant Gemüsebrühe, 1 frisch geriebene Muskatnuss, 11 Viertel Teelöffel Currypulver, 12 türkische Lire Zitronensaft, 11 türkische Lire Minze, 11 Esslöffel Petersilie, 1 Zwiebel- und Knoblauchzehe schälen und beides klein hacken. 400 ml Wasser, Zwiebel, Knoblauch, Linsen und Lorbeerblatt zum Kochen bringen und 10 Minuten garen lassen. Möhre schälen, Lauch putzen und waschen. Sellerie schälen. Alles in kleine Stücke schneiden. Hähnchenbrust klein schneiden. Ingwer schälen und hacken. Die Linsensuppe mit der Gemüsebrühe, Muskat, Curry und Ingwer würzen. Möhre, Lauch und Sellerie dazugeben, ca. 7 Minuten köcheln lassen. Das Fleisch unterrühren. Den Eintopf weitere 5 Minuten köcheln lassen. 4 Zitronensaft, Minze und Petersilie untermischen. Zutaten für eine Portion: 12 Hähnchenfilets, 75 Gramm Einsalz, 1 Pfeffer, 11 Zweitel Teelöffel Pesto, Klammer auf Glas, Klammer zu, 11 türkische Lire Öl, 1100 ml Brühe, zum Beispiel Instant 140 Gramm Bandnudeln, 11 Zwiebel, 1150 Gramm Pfifferlinge, 1 die Hähnchenfilets kalt abbrausen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit dem Pesto bestreichen und aufrollen, das Öl in eine Pfanne erhitzen und die Röhrchen darin anbraten, die Brühe angießen, zugedeckt ca. 8 Minuten schmoren lassen, die Bandnudeln in reichlich Salzwasser nach Packungsanleitung garen, die Zwiebel fein würfeln, die Pfifferlinge putzen, Zwiebel und Pilze zu den Röhrchen geben und mitschmoren, 3 Nudeln abtropfen lassen, Röhrchen herausnehmen. Die Nudeln im Pilzfond durchschwenken, zusammen anrichten. Tipp, statt der Pfifferlinge können Sie auch Champignons nehmen. Pilze sollten nach Möglichkeit nicht gewaschen werden, denn sie nehmen schnell Feuchtigkeit auf. Es reicht, sie vor der Verarbeitung mit Küchenkrepp abzureiben und den Stiel abzuschneiden, wenn trocken ist. Bürsten greifen die empfindliche Oberfläche der Pilze an. Zutaten für eine Portion: 1 Viertel Zwiebel, 1150 Gramm Kürbis, 1/2 grüne Paprika, 11 türkische Lire Olivenöl, 1150 Gramm stückige Tomaten, Klammer auf aus der Dose, Klammer zu, 1100 ml Gemüsebrühe, 1 Salz, 1 Pfeffer, 1 Oregano, 1100 Gramm Hähnchenbrust, 130 Gramm Naturreis, 1 die Zwiebel schälen und fein hacken. Den Kürbis schälen und in schmale Spalten schneiden. Gehäuse entfernen. Die Paprika in Würfel schneiden. Das Olivenöl in eine Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin andünsten. Die Tomatenstücke, Kürbis, Paprika und die Gemüsebrühe untermischen. Die Soße mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Das Ganze 5 Minuten köcheln lassen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Hähnchenbrust kalt abbrausen und trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen und in eine ofenfeste Form legen. Die Soße darauf verteilen. Die Hähnchenbrust im vorgeheizten Ofen 25 Minuten zugedeckt schmoren. Naturreis nach Packungsanleitung. Zutaten für eine Portion: 1300 Gramm Aubergine, 1 türkische Lira Öl, 11 Knoblauchzehe, 11 Tomate, 11 Viertel Teelöffel Thymian, 14 Rosmarinnadeln, 1 Salz, 1 Pfeffer, 150 Gramm Tagliatelle, 12 Esslöffel Basilikum, 120 Gramm fettarme Gorgonzola, ein Backofen auf 180 Grad I vorheizen. Die Auberginen waschen und in 1 cm dünne Scheiben schneiden. Ein Backblech mit Backpapier belegen und die Auberginenscheiben nebeneinander darauf legen. Auberginen im vorgeheizten Ofen von beiden Seiten insgesamt 10 Minuten garen, dann in dünne Streifen schneiden. 3 Knoblauch schälen und hacken. Öl in eine Pfanne erhitzen, Knoblauch anbraten. Tomate überbrühen, Schale abziehen, Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Rosmarinnadeln hacken, mit Thymian zur Tomate geben. Unterrühren erhitzen. Auberginen untermischen, salzen, pfeffern, unterrühren, kurz braten. Tagliatelle in Salzwasser nach 9 Packungsanleitung gar kochen. Gemüse und Nudeln mit Basilikum und Gorgonzola, Klammer auf in Stückchen, Klammer zu, vermischen, salzen, pfeffern, über die Pasta geben.
Zutaten für 4 Portionen 1250 Gramm, getrocknete Kichererbsen 11 Scheibe Toastbrot 11 große Zwiebel 11 bis 2 Knoblauchzehen 130 Gramm frischer Ingwer 11 bis 2 rote Chilischote 1 Bio-Zitrone 11 Sternanis 1 Bund frischer Koriander 2 türkische Lire Koriandersaat 12 türkische Lire Kreuzkümmelsamen 2 Esslöffel Mehl 11 Esslöffel Backpulver Ersalz 1 Pfeffer E1 Bund frische Minze 1300 Gramm Joghurt PÖ. Zum Frittieren die Kichererbsen über Nacht in ca. 11/21 kaltem Wasser einweichen und anschließend abgießen. Das Toastbrot in Würfel schneiden. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schälen und grob hacken. Die Chilischoten längs halbieren, entkernen, waschen und hacken. Die Zitrone heißwaschen und ein Esslöffel von der Schale fein abreiben. Die Zitrone auspressen. Die vorbereiteten Zutaten in der Küchenmaschine pur. Zutaten für 4 Portionen 12 Knoblauchzehen 11 Walnuss großes Stück Ingwer 1500 Gramm Hähnchenbrust 1 Salz Pfeffer 12 rote Paprikaschoten 11 Bund Lauchzwiebeln 1400 Gramm Ananasfruchtfleisch 11 Bund Minze 12 Esslöffel Öl 11 Esslöffel gemahlene Kurkuma 1200 Milliliter Kokosnussmilch Klammer auf aus der Dose Klammer zu Zutaten für 8 Stückel Knoblauch und Ingwer schälen und beides fein hacken. Die Hähnchenbrust kalt abspülen, trocken tupfen und in ca. 4 cm große Würfel schneiden. Mit Ingwer und Knoblauch vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen, ziehen lassen. Währenddessen die Paprikaschoten und die Lauchzwiebeln putzen, waschen und in grobe Stücke schneiden. Das Ananasfruchtfleisch in kleine, dünne Scheiben schneiden. Die Minze waschen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und hacken. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. 2. Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Hähnchen darin rundherum anbraten. Vorbereitetes Gemüse und Ananas zufügen kurz mitbraten. Mit Salz, Pfeffer, Minze und Kurkuma würzen. Mischung in eine gefettete Auflaufform füllen. Kokosmilch darüber gießen. Im heißen Backofen ca. 30 Minuten backen. Tipp, statt der Minze können Sie auch frischen Koriander nehmen. Zutaten für 8 Stücke eine Packung TK-Blattspinat, Klammer auf 500 Gramm, Klammer zu, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Öl, Salz, 1 Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, 1400 g Lachsfilet, Klammer auf ohne Haut, Klammer zu, 1250 g Ricotta, 14 Eier, 1 Packung frischer Kisch- und Tarteteig, Klammer auf 300 Gramm, rund ausgerollt, ca. 32 cm 0, Kühlregal Klammer zu, 1100 g geriebene Käse zum Überbacken Klammer auf, zum Beispiel Emmentaler oder Gratin-Käse Klammer zu, 1 den tiefgekühlten Spinat auftauen lassen, die Zwiebel sowie die Knoblauchzehen schälen und beides fein würfeln, das Öl in einem Topf erhitzen, die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig dünsten. Den Spinat ausdrücken, hinzufügen und zugedeckt ca. 3 Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Abtropfen lassen. 2 Backofen auf 200 Grad vorheizen. Lachsfilet unter kaltem Wasser abbrausen, trocken tupfen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ricotta und Eier glatt rühren. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. 3 Teig entrollen, mit dem Backpapier nach unten in eine runde Kischform, Klammer auf ca. 28 cm 0 Klammer zu, legen und Teig am Rand anrücken, Spinat und Lachs einfüllen, mit Eierguss begießen und mit Käse bestreuen, im vorgeheizten Backofen ca. 50 Minuten backen, dazu passt ein gemischter Salat. Tipp, wer eine andere Variante ausprobieren möchte, lässt den Käse weg und streut stattdessen 50 Gramm Pinienkerne vor dem Backen über die Quiche. Pikante Burger mit Seelachs. Zutaten für 4 Stück 1250 g Seelachsfilet 180 Gramm Semmelbrösel 11 Eiweiß
11 Bund Dill 11 türkische Lire abgeriebene Bio-Zitronenschale 14 Esslöffel Zitronensaft 1 Salz 1 rosa Pfeffer 12 Esslöffel Öl 1120 g Remoulade 12 Tomaten 12 Dillgurken / 4 Burgerbrötchen 150 Gramm Rucola 1 Seelachsfilet fein würfeln. Mit den Semmelbröseln und dem Eiweiß kurz fein pürieren. Dill abbrausen, trocken schütteln und haken. Die Hälfte vom Dill mit dem pürierten Seelachsfilet, der abgeriebenen Bio-Zitronenschale, der Hälfte des Zitronensafts, Salz und rosa Pfeffer würzen. Zu 4 Burgerpatties formen. Öl in eine Pfanne erhitzen, Patties ca. 6 Minuten braten. Warm stellen. 2 Remoulade restlichen Dill und restlichen Zitronensaft verrühren. Tomaten und Dillgurken in Scheiben schneiden. Burgerbrötchen aufbacken und halbieren. Untere Hälften mit Remoulade bestreichen. Frikadellen, Tomaten, Gurken und Rucola darauf verteilen. Mit restlicher Remoulade beträufeln. Obere Hälften auflegen. Ham. Hamburger Fischtopf mit dreierlei Fischzutaten für 4 Portionen 1150 g geräucherter durchwachsener Speck 1150 g Räucheraal 1 Bund Suppengrün 12 Zwiebeln 12 Esslöffel Öl 1400 ml Fischfond 15 Backpflaumen 1350 g festes weißes Fischfilet Klammer auf zum Beispiel Steinbeißer Klammer zu 1200 g Lachsfilet 13 Esslöffel Zitronensaft 1 Salz 1 Pfeffer 12 Esslöffel Essig 13 Stangen Staudensellerie 12 Esslöffel gehackte Petersilie 1 Speck würfeln Aalhäuten und entgräten Aalfleisch in Stücke schneiden Suppengrün putzen bzw. schälen fein würfeln eine Zwiebel würfeln die andere halbieren 2 A halbierte Zwiebel in 1 Esslöffel Öl auf den Schnittflächen dunkelbraun rösten Hälfte Speck und Aalhaut zugeben. 1/2 I Wasser angießen. Circa 15 Minuten köcheln las Senior Rauchfond durchsieben. 3 Rest Speck, Zwiebelwürfel und Gemüse im restlichen Öl andünsten. Rauchfond, Fischfond und Pflaumen zugeben. Circa 20 Minuten köcheln lassen. A Fischfilets waschen, würfeln. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Sellerie in Scheiben schneiden. Alles mit Aal zur Suppe geben, ca. 3 Minuten ziehen lassen. Suppe mit Essig, Salz und Pfeffer würzen. Mit Petersilie bestreuen. Zutaten für eine Portion 11 Viertel Zwiebel 111 Zweitel Knoblauchzehe 1/2 türkische Lire gehackter Thymian 12 Esslöffel gehackte Petersilie 11 Prise Muskat 11 Prise Piment/1 Prise Chili 1150 g Fischfilet Klammer auf zum Beispiel Kabeljau Rotbarsch Längfisch Klammer zu 160 ml frisch gepresster Orangensaft 12 türkische Lire Zitronensaft 1 etwa Öl, 1 Salz, L, Zwiebel und Knoblauch, schälen und klein hacken, mit dem gehackten Thymian, der gehackten Petersilie, Muskat, Piment und Chili vermischen. Das Fischfilet kalt abbrausen und trocken tupfen, mit der Zwiebelkräutermischung rundum bestreichen und kalt stellen. Eine Stunde marinieren lassen. 2 frisch gepressten Orangensaft mit Zitronensaft vermischen. Ein Stück Alufolie dünn mit Öl bestreichen. Fischfilet salzen und in die Folie wickeln. Auf dem heißen Grill ca. 8 Minuten garen. 3 Päckchen öffnen und Fischfilet mit dem Saft begießen. Tipp, Kabeljau, wird auch Dorsch genannt, wenn er aus der Ostsee stammt oder ein noch junger Fisch ist. Sein Fleisch ist mager und steckt voller Vitamine. Zutaten für eine Portion 140 Gramm Vollkorntagliatelle 11 Zwiebel 11 Knoblauchzehe 1100 Gramm Champignons 13 Tomaten 11 türkische Lire Öl 1150 g Tatar Klammer auf Schabefleisch Klammer zu 1 Salz 1 Pfeffer 12 türkische Lire Tomatenmark 1 italienische Kräuter 1 Die Vollkorntagliatelle in kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung garen. Zwiebel und Knoblauchzehe schälen und würfeln. Champignons halbieren. Tomaten grob würfeln. 2. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und den Tatar darin krümelig braten. Salzen und pfeffern. Zwiebel, Knoblauch und Pilze zugeben. Tomatenmark einrühren.
200 ml Wasser und die Tomatenwürfel zugeben, aufkochen und 10 Minuten köcheln lassen. Mit Kräutern abschmecken und mit der Pasta servieren. Tipp: Für Tatar wird klassischerweise feines, mageres Rindfleisch genommen. Sie können es auch selbst hacken. Verwenden Sie am besten Rindertafelspitz oder Filet. 30 Minuten lang anfrieren lassen, dann lässt es sich besser schneiden. Erst in Scheiben, dann in schmale Streifen schneiden, zum Schluss in feine Würfelchen. Zutaten für eine Portion: 13 Stiele Basilikum, 110 Gramm Pinienkerne, 11 Knoblauchzehe, 110 Gramm Parmesan, 1,50 g Joghurt, Klammer auf 1,5% Fett, Klammer zu, 11 türkische Lire Olivenöl, 1 Salz, 1 Pfeffer, 175 Gramm Spaghetti, 1 die Basilikumstiele, waschen und trockenschütteln, die Blätter abzupfen. Basilikumblätter zusammen mit Pinienkernen, Knoblauchzehe, Parmesan, Joghurt und Olivenöl möglichst fein pürieren. Das Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken. Besonders gesund: Zutaten für eine Portion: 150 Gramm Vollkornnudeln, 11 Lauchzwiebel, 11 türkische Lire Öl, 1250 g Spitzkohl, 1100 ml Brühe, Klammer auf Instant, Klammer zu, 125 Gramm frisch geriebene Parmesan, 1 die Vollkornnudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung al dente garen, die Lauchzwiebel waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Den Spitzkohl waschen und vierteln, den Strunk entfernen und die Blätter in mundgerechte Stücke schneiden. 2 anschließend 75 Gramm Spaghetti nach Packungsanweisung in reichlich Salzwasser kochen. 1 Esslöffel Nudelwasser zu dem Basilikumpesto geben und gut verrühren. Die Spaghetti abtropfen lassen, das Pesto sofort darüber geben und servieren. Tipp: Probieren Sie als Variante mal Feldsalat-Pesto mit Speck. Für eine Portion 40 Gramm Speck würfeln, 50 Gramm Feldsalat waschen, Hälfte des Salats blanchieren, abschrecken. 1 Esslöffel geröstete Mandelblättchen, 15 Gramm geriebenen Parmesan, frischen und blanchierten Salat mit 60 ml Olivenöl, Salz und eine türkische Lira Zitronensaft pürieren. Speck in etwas Öl knusprig auslassen. Pasta mit Pesto mischen, Speck darüber streuen. Zutaten für eine Portion: 150 Gramm Vollkornnudeln, 11 Lauchzwiebel, 11 türkische Lire Öl, 1250 g Spitzkohl, 1100 ml Brühe, Klammer auf Instant, Klammer zu, 125 Gramm frisch geriebene Parmesan, 1 die Vollkornnudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung al dente garen. Die Lauchzwiebel waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Den Spitzkohl waschen und vierteln. Den Strunk entfernen und die Blätter in mundgerechte Stücke schneiden. 2 anschließend 75 Gramm Spaghetti nach Packungsanweisung in reichlich Salzwasser kochen. 1 Esslöffel Nudelwasser zu dem Basilikumpesto geben und gut verrühren. Die Spaghetti abtropfen lassen, das Pesto sofort darüber geben und servieren. Tipp: Probieren Sie als Variante mal Feldsalat-Pesto mit Speck. Für eine Portion 40 Gramm Speck würfeln, 50 Gramm Feldsalat waschen, Hälfte des Salats blanchieren, abschrecken. 1 Esslöffel geröstete Mandelblättchen, 15 Gramm geriebenen Parmesan, frischen und blanchierten Salat mit 60 ml Olivenöl, Salz und eine türkische Lira Zitronensaft pürieren. Speck in etwas Öl knusprig auslassen. Pasta mit Pesto mischen, Speck darüber streuen. 3 Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Das Öl in eine Pfanne erhitzen, Lauchzwiebelringe und Spitzkohl darin anbraten. Brühe angießen und ca. 7 Minuten zugedeckt dünsten. Die Nudeln abgießen, mit dem Kohl mischen und in eine Auflaufform geben. Frisch geriebenen Parmesan darüber streuen. Gratin im vorgeheizten Backofen ca. 10 Minuten überbacken. Info: Spitzkohl wird auch Zuckerhut genannt. Die knackig zarten Blätter schmecken nämlich ganz leicht süßlich. Spitzkohl gehört zu den besonders leicht verdaulichen Kohlsorten und ist daher auch bei empfindlichem Magen geeignet.